So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal im Format eine Stunde lang und ihr seht schon im Hintergrund mit Resident Evil 3 Nemesis, das Remake, das seit heute im Handel ist. Also ihr könnt es euch entweder auf Disc holen oder digital und ich denke mal, wenn es auf Disc ist, werdet ihr eventuell schon haben oder ihr werdet vielleicht noch drauf warten müssen, weil durch die aktuelle Lage, die wir haben auf der Welt, ist es natürlich schwierig, ein bisschen so Sachen auszuliefern, aber ich hoffe natürlich, dass ihr es schon haben könnt und damit spielen könnt. Ja, wir werden uns jetzt in der ersten Stunde natürlich das Spiel mal anschauen. Wie ihr wisst, in der Stunde werde ich nicht alles durchkommentieren, weil diese Stunde ist dafür da gedacht, um euch die volle Atmosphäre vom Spiel zu liefern. Das heißt, so wenig wie möglich kommentiert, weil es eben kein normales Let's Play, sondern eher ein atmosphärisches Let's Play, nenne ich das, weil ich werde in drei verschiedenen Stellen im Video dann zu euch sprechen, aber die ersten 30 Minuten erstmal euch mit dem Spiel alleine lassen, damit ihr wirklich die Atmosphäre aufsaugen könnt, falls ihr es mit Kopfhörer guckt oder eben normal, dass ihr wirklich alles, was das Spiel eben ausmacht, wie wenn ihr es selber spielen würdet, erleben könnt. Ja, Resident Evil 3 Remake, oder besser gesagt, Resident Evil 3 heißt ja eigentlich nur jetzt, ist der Nachfolger von Resident Evil 2, das habe ich ja auch schon auf meinem Kanal gezeigt, und ist, ja, einfach wieder richtig gut geworden. Die Demo habe ich euch schon gezeigt. Jetzt zeige ich euch das fertige Spiel. Es wird natürlich noch mehr Videos dazu geben. Ich werde den Multiplayer auch zeigen. Ich werde auch dann nochmal alle Infos zum Spiel dann euch auch geben und verschiedene Let's Plays dazu machen, Guides und so weiter. Das wird auf jeden Fall mehr kommen als nur dieses Video, das ist klar. Ja, Resident Evil 3 Remake spielt eben zur gleichen Zeit wie Teil 2, auch ein bisschen danach, dazwischen. Also es ist ja so eine Story, die nebenher passiert. Und ja, der Hauptgegner ist natürlich Nemesis, der von der Umbrella Corporation ja gebaut wurde oder besser gesagt entwickelt wurde. Und hier spielt man dann Jill Valentine und die ist ja ein Mitglied von STARS und, oder besser gesagt, ist eben ein Mitglied von einer Einheit. Und wir werden jetzt hier noch ein bisschen Optionen einstellen. Ich denke, ich stelle mal auf Kopfhörer, weil ich spiele gerade auch mit Kopfhörer. Und dann, ja, werden wir uns mal anschauen, wie Resident Evil 3 ist. Die Demo hat ja schon gezeigt, es sieht super aus, es hört sich gut an. Ich denke mal, das wird richtig gut werden. Und dann könnt ihr auch noch, falls ihr es zum Beispiel vorbestellt habt, könnt ihr euch die klassischen Kostüme auch geben. Das seht ihr dann hier. Die sind auch dabei. Und genauso bei Carlos, der auch hier im Spiel mit dabei ist, gibt es auch das klassische Kostüm. Das könnt ihr auswählen, wenn ihr wollt. Ansonsten könnt ihr die ganz normalen spielen. Ja, wir werden jetzt mal reinschauen in Resident Evil 3 Nemesis Remake. Ich werde erstmal auf Assistent spielen, weil ich möchte jetzt so gut wie möglich durchkommen. Und dann werde ich sowieso noch zwei, dreimal durchspielen und dann auf Veteran und Platin versuchen. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den ersten 30 Minuten und dann hören wir uns wieder und dann werde ich einige Dinge zum Spiel sagen und zu den Gameplay-Elementen, die dann im Spiel vorhanden sind. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und dann hören wir uns später wieder. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren und mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Oh.
Hölle. Wird jede Nacht schlimmer. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal.
kann das sein? Okay, ich komm schon. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer.
Innerhalb des Parkhauses! Parkhaus. So, geht's Ihnen gut? Bleibt zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht?
Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich! Wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich! Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Ist gut. Ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Thank you.
Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Verstanden. Beeilen wir uns. So, da haben wir die ersten 30 Minuten hinter uns und ja, das Intro war schon richtig geil gemacht, wo man dann in der Ego-Perspektive ist, alles sich anschauen kann in seinem Apartment und dann auf einmal wechselt es in die Außenansicht und dann kommt schon Nemesis gleich am Anfang. Also richtig actionreich gewesen, richtig coole Einführung ins Spiel. Ich finde auch die Kamerafahrten richtig schön und wie das dann immer umswitcht von Spiel zu Zwischensequenz, sieht einfach richtig gut aus. Ja, jetzt sind wir auch an dem Punkt angekommen, wo wir auch in der Demo waren. Das war natürlich klar, dass es ziemlich am Anfang ist und da sieht man jetzt dann natürlich die ganzen Elemente, die wir schon in der Demo gesehen haben, aber es ist auch so, dass natürlich im fertigen Spiel die Dinge woanders liegen als in der Demo. Also man findet die Dinge woanders als in der Demo, das war auch schon bei Resident Evil 2 Demo so und man kann dann hier ja verschiedene Sachen an anderen Stellen finden, weil es eben das richtige Spiel ist, das fertige Spiel und dort sind die Sachen dann auch woanders versteckt. Und jetzt muss man natürlich an anderen Stellen schauen, um dann die Dinge zu finden, die man sonst in der Demo nicht gefunden hat. Und ja, ansonsten finde ich auch ganz cool, wie dann die Geschichte durch die ganzen Blätter, die im Spiel verteilt sind, erzählt werden. Die ganzen Einträge, die Notizen und so. Sowas lese ich eigentlich ganz gerne. Ich mag die Hintergrundinformationen, die es dann dazu gibt. Und ansonsten, ey, das Spiel sieht einfach super aus. Ja, die Grafik ist richtig geil. Die Atmosphäre ist super, wenn man das mit Kopfhörer spielt. Dann gibt es auch richtig 3D-Audio-Sound. Also man kann wirklich aus jeder Richtung alles hören und das ist einfach super. Finde ich richtig gut bisher und ich glaube, das wird noch richtig nice. Ja, wir sind jetzt sowieso in dem Abschnitt, wo auch die Demo spielt, deswegen wird da einiges bekannt sein, aber natürlich werden wir da einige neue Dinge auch entdecken und eventuell auch ein paar neue Gegner sehen, die dann in der Demo nicht waren. Ja, ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit dem nächsten Teil des Spiels und dann hören wir uns später wieder. Also, bis dann. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das richtige, was auch immer, einlege.
Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und doch bestimmt wird etwas Feuer fertig. Leck mich. Ich muss das löschen.
So, wir sind im ersten Safe-Raum angekommen und ja, die Safe-Räume sind ganz wichtig in Resident Evil, weil man dort auch das Lager hat. Dort kann man verschiedene Gegenstände dann ins Lager tun, kann die dort einfügen und dann kann man wieder Platz schaffen in seinem Inventar. Und das ist wirklich richtig wichtig. Da muss man auch immer wieder dann zurückkehren zu dem Ort, denn dann kann man immer wieder seine Items durchtauschen, die man dann braucht, die anderen wegtun. Und man kann dann auch Items zum Beispiel, die man nicht mehr braucht im Spiel, die werden dann mit einem roten Haken gekennzeichnet. Die kann man dann wegwerfen, weil man die dann nicht mehr verwenden kann. Das ist auch ziemlich gut. Auch generell, wenn man die Karte aufruft, ist es auch sehr schön gemacht. Man sieht immer, was man schon entdeckt hat, was man noch nicht entdeckt hat, was man noch finden muss und an welcher Stelle man es finden kann. Und wenn dann zum Beispiel der Raum blau leuchtet, hat man alles gesehen. Wenn er noch rot leuchtet, gibt es noch Dinge zum Entdecken. Ich finde es einfach super gemacht. Es gibt wirklich nicht viele Spiele, die eine so informative Karte haben. Die meisten Karten sind immer überladen mit irgendwelchen Symbolen. Und hier ist es aber so, dass man auf der Karte immer genau sieht, wo was ist. Und es ist einfach sehr cool gemacht, dass man dann einen Indikator hat, wenn die Karte eben rot leuchtet, dass noch was zu finden ist. Und wenn sie blau leuchtet, hat man alles gefunden. Finde ich richtig gut. Ja, und ansonsten, klar, man muss seine Items kombinieren. Ja, die Kräuter kombinieren, damit man sich heilen kann. Die Schießpulver kombinieren, dann hat man Munition. Davon gibt es auch verschiedene. Je nachdem, was man kombiniert, kriegt man andere Munition heraus. Und dann findet man auch verschiedene Waffen im Spiel oder Items, die man dann verwenden muss, um Rätsel zu lösen. Das finde ich auch richtig gut und das ist, wie gesagt, sehr toll, auch dass dieser Speicherraum vorhanden ist, sonst hätte man gar keine Möglichkeit, auch das Spiel dann zu speichern. Dort kann man dann auch jederzeit speichern, egal wann man will. Es gibt da keine Bänder oder so, wie es vorher war. Und das ist wirklich richtig nice. Ja, wir werden uns jetzt weiter anschauen, wie es weitergeht und dann hören wir uns später nochmal im Video. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den nächsten Minuten vom Spiel und dann hören wir uns später nochmal. Bis dann.
So, wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen und ja, ich finde die Atmosphäre einfach richtig gut. Manchmal ist es auch echt sehr übel, wie die Atmosphäre hier ist, vor allem vom Gruselfaktor her. Also wenn man das mit Headset spielt, da ist auf jeden Fall Gänsehautfeeling vorprogrammiert. Und auch wie die Zombies agieren und so, ja, man muss da wirklich genau zielen und sie genau treffen, weil die eben so komisch laufen und wanken. Und das ist dann einfach manchmal wirklich eine Herausforderung. Und klar, man muss auch aufpassen, dass man wirklich Munition spart, dass man nicht zu viel schießt. Manchmal sollte man auch an den Zombies vorbeigehen, ja. Wenn man es nicht unbedingt muss, muss man sie auch nicht abschießen. Wenn es jetzt nur einer ist oder zwei, dann kann man manche auch stehen lassen, weil man spart einfach Munition und hat dann für die richtig fordernden Kämpfe, wie zum Beispiel gegen Nemesis oder andere Gegner, hat man dann die Munition, die man braucht. Das ist wirklich auch eine Sache, die man immer wieder mal in dem Spiel abwägen muss. Ja, und ansonsten finde ich es einfach richtig gut bisher, ja. Also ich finde das Spiel einfach Hammer. Ich habe schon Teil 2 geliebt, Teil 3 steht dem in nichts nach, ja. Ist wieder genauso geil inszeniert, hat eine sehr, sehr gute deutsche Synchronisation. Und es sieht einfach auch super aus, es hört sich super an, es ist richtig atmosphärisch. Vor allem mit Surround-System oder Kopfhörern hört sich das Spiel so gut an, wegen eben dieser 3D-Audio und kann es wirklich jedem Fan nur empfehlen. Auch für die neuen Leute, die Resident Evil noch nie gespielt haben, kann ich auch sagen, hey, greift zu, wenn ihr auf sowas Bock habt, ja, wenn ihr auf Horror Bock habt, dann ist es wirklich richtig, richtig gut für euch. Ja, ich werde den Rest des Videos noch auslaufen lassen. Ich komme dann damit auch zum Ende meines Kommentars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird noch mehr Videos dazu geben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde ich mich immer drüber freuen. Ansonsten noch viel Spaß mit dem Rest vom Video. Und dann sehen wir uns natürlich, wie immer, im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.
Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Reaktion. Thank you.